Hallo, ich bin's wieder, der Bene von Chiller Games. Ja, es geht weiter mit Pokémon Blattgrün, dem Together von mir und Nevosh LP. So, wir sind mitten in einem Kampf gegen einen Kingler. Wir machen mal Stärke hier. Hauen mal eine schöne Stärke raus. Und wir sehen, das macht doch ganz gut Schaden. Er versucht das mit einem Lebensschuss, wird aber nicht viel bringen. Aber er tut unsere Initiative dadurch schwächen. Wir greifen trotzdem als erstes an. Das ist schön. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt hier ist schon gewesen, aber leider nicht. Ja. Hier wird jetzt übrigens ein Hypertrank eingesetzt. Na egal. Was geht im Moment so? Ja, der gute Nebosch wurde, ich will sagen, ein bisschen gepusht, ein bisschen promoted. Von dem Herren Neo Sun LPM von Markus. Ja. Was ich richtig, richtig cool finde. Freut mich für ihn, weil er war ja, ich glaube, unter den ersten 100 Abonnenten von Markus war er dabei. Und ganz ehrlich, jetzt hat er schon, ich weiß es nicht wie viele, aber er hat, ja, schon ein paar mehr. Ein paar mehr. Ja. Und ja, ich denke einfach mal, dass der da ganz gut reinhauen wird, der Nevosh jetzt. Jetzt hat er wieder ein bisschen hier, wie soll ich sagen, Blut geleckt. Jetzt sieht er, ja, okay. Mich mögen doch einige Leute. Weil vorher hat ihn ja niemand gemocht. Und jetzt ist es ja so. Er hat auch ein neues Projekt angefangen. Nämlich Pokémon Bloody Platin, was ich ja persönlich richtig, richtig geil finde. Und ich habe hier Surfer gegen Quapuzzi eingesetzt, aber Quapuzzi hat H2O Absorber. Das heißt, wenn man Quapuzzi mit Wasserattacken angreift, füllt es sein Leben wieder auf. Das ist natürlich suboptimal. Deswegen werden wir jetzt Pandera einsetzen. Jetzt werden sich die meisten denken, hey, Pandera ist doch auch ein Wasser-Pokémon. Ja, da habt ihr recht, ihr habt vollkommen recht. Aber ich mache erstmal Kung-Fu-Strahl, um ihn ein bisschen zu verwirren, dieses Quapuzzi. Damit Hypnose nicht mehr so leicht trifft, weil Hypnose hat an sich eine schwache Genauigkeit und okay, daneben. Und dann noch mit Verwirrung ist die Chance höher, dass es daneben geht. So. Dieser Body Slam haut schön rein, aber Hypnose trifft gegen uns und ja, das ist jetzt wieder scheiße, ne? Wir bleiben aber drin, setzen weiter Eisstrahl noch zweimal, okay, müssen wir ein bisschen sparen mit unserem Eisstrahl. Ist nicht mehr verwirrt, ja super. Ist jetzt auch Body Slam ein. Zieht aber nicht viel ab. Das heißt, wir können hier noch weiter versuchen aufzuwachen. Und ja, dieses Quapuzzi ein bisschen niederzuringen, so wie jetzt. Bam. Weg. Nein, aber paralysiert, sehr gut. Auf. Ah, schade. Bei den Chiller Games gibt's auch was Neues und zwar, ihr habt das mal wahrscheinlich bemerkt, Lucky und Hakaboom H tun sehr unregelmäßig hochladen. Im Moment eigentlich fast gar nichts. Bei Hakaboom H ist es so, er hat es euch in einem Infovideo ja erzählt, was los ist. Bei ihm fängt die Schule jetzt wieder an, weil er ist ein bisschen jünger als wir. Also als ich und Lucky. Und bei ihm fängt die Schule an, deswegen und ja, ein bisschen lernen und so ist halt leider drin, ne? Muss drin sein. Für mich geht die Schule eigentlich auch wieder los, so berufsschulmäßig, aber das ist ja nicht jeden Tag, sondern immer jeden Dienstag ist für mich Berufsschule und jeden zweiten Freitag. Aber das hindert mich nicht daran, am Wochenende zum Beispiel schön ein bisschen was aufzunehmen und es euch dann zu präsentieren. In, ja, genau, halt zu präsentieren, ne? So. Und wegen Lucky, da ist es so,
Ja, der hat auch lange nichts mehr hochgeladen, hat ja eigentlich zwei Projekte. Einmal sein Minecraft Gedöns, was, ja, Minecraft halt, ne? Ich bin nicht so der Fan von Minecraft, aber ich sag jetzt auch nicht, dass es das schlimmste Game der Welt ist. Ich habe selbst sehr, sehr oft gespielt, aber irgendwann kann ich nicht mehr. Also irgendwann denke ich mir einfach nur, nee, also Minecraft geht nicht. Im Gegensatz zu meinem Bruder. Mein Bruder, der ist so kreativ, der haut da ein Monument nach dem anderen raus, baut die Sachen und der hat richtig Fun dran. Bei mir ist es halt so, ja, ich verliere schnell die Lust an diesem Spiel. Dieser Trainer geht mir ein bisschen auf den Sack, weil der irgendwie nur Wasser-Pokémon hat. Auf den Sack, weil er nur Wasser-Pokémon hat. Das hat sich schön gereimt. Und wir haben ja nichts gegen Wasser-Pokémon. Wo wir auch schon wieder beim nächsten Thema sind. Was ich aber später beschreiben, wo ich näher später dazu kommen werde. Da habe ich jetzt ein paar Wörter vertauscht. Egal. Ja, genau. Der Lucky, der geht auch noch zur Schule. Ich hatte halt jetzt, mache halt jetzt Ausbildung. Er geht halt weiter für die Schule. Und so, ja, was ja auch super ist, find ich auf jeden Fall. Ich bin nicht so der Schultyp. Ich war immer sehr, sehr faul mit Lernen und alles. Ist klar, das braucht man auch und ganz ehrlich, macht es, lernt, weil ich hab's ein bisschen bereut, weil ich habe meinen Ausbildungsplatz so bekommen, dass ich halt, ja, dass mein Vater kennt die Firma. Also mein Vater arbeitet ja, ne? Und mit seiner Arbeit ist er ist halt so Bauingenieur und sowas, so in der Art, ne? Da kommt er halt mit vielen Firmen in Gespräch und ja, muss halt mit vielen Firmen zusammenarbeiten. Und die Firma ist halt, liegt halt in der Nähe von uns. Und ja, die ist nicht gerade groß, aber auch nicht klein, so ein Mittelding. Und das finde ich ganz cool. Und deswegen, ja, ist es halt so, dass ich diesen Ausbildungsplatz hauptsächlich dadurch bekommen habe, dass mein Vater halt da die Connections hat. Zeugnis haben sie selbst gesagt, da darauf achten sie nicht. Ist auch cool. Die haben hauptsächlich darauf geachtet, wie viel Fehltage ich hatte. Und viel gefehlt habe ich in der Schule nicht. Aber trotzdem ist es ja bei vielen anderen Dings so, vielen anderen Ausbildungsstellen so, dass ja, dass es halt nicht so einfach ist, wie ich es jetzt hab. Da braucht man schon Connections. Und ich war einfach auch zu faul, um mir eine Ausbildungsstelle zu suchen. Was ich im Nachhinein total bereut habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil sowas ist sehr wichtig für eure Zukunft. Natürlich, wenn ihr weiter Schule macht, ist alles okay. Weil da müsst ihr halt dann nur euch zusammenreißen und sagen, ich muss lernen, weil das wird schwer. Es ist nicht so wie auf der, was weiß ich, Grundschule oder so, hier 1. bis 4. Klasse, dass man da irgendwie in den Zeugnissen nur Einser oder Zweier hat. Wo ich übrigens auch, ja, so Zweier und Dreier nur hatte. Ich hatte keine Eins, glaube ich, in den 1. bis 4. Klasse. Ich glaube, in der 1. Klasse gab es noch nicht mal ein Zeugnis. Also, doch, Zeugnis schon, aber keine Noten. Oder? War das, ist das nicht so? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall, ist es so, dass ich da sogar ein bisschen faul war. Aber ganz ehrlich, 1./4. Klasse muss man auch nicht viel machen. Ich war nur in Diktaten, war ich ganz gut. Und ja, sonst, ja, war ich so im Mittelmaß, ne? So, wir probieren hier erstmal ein bisschen den Power Punch aus. Denn ich kapiere noch nicht, wann er trifft und wann er nicht trifft, irgendwie. Ich muss mir das mal angucken. Ja, guck, jetzt hat er schon wieder den Fokus verloren. Ich mache nochmal Power Punch. Ich kapiere das nämlich nicht. Vielleicht trifft er ja jetzt.
Und der Lucky tut deswegen nicht mehr so viel hochladen, weil er eben ja halt nicht so viel Zeit hat, leider. Was natürlich auch schade ist, weil im Moment ist es so, ich glaube, die letzten 8 Videos, die hochgeladen worden sind, waren halt von mir. Und ja, es ist ja bei uns eigentlich so, dass wir ja 3 Leute, dass wir 3 bei dem Kanal sind. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, eigentlich, ne? Ich muss auch ehrlich sein, ich habe kurz drüber nachgedacht, vielleicht mache ich mir einen eigenen Kanal. Weil mit den beiden, ich habe es mir anders vorgestellt. Muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ihr beiden das jetzt hört, tut mir leid, dass ich mit euch jetzt noch nie so irgendwie besprochen habe. Aber ist leider so, ne? Ja. Schutzweg nicht mehr. Da möchte ich einen neuen Schutz einwerfen. Sozusagen. Und. Aber ich habe dann im Nachhinein gesagt, nee, komm, also jetzt einen neuen Dings machen, einen neuen Kanal und sowas. Nee, komm, also muss nicht sein. Also ganz ehrlich, kann ich auch drauf verzichten. Weil ich bleib jetzt erstmal hier mit meinen 2 Kumpels bei den Chiller Games. Vielleicht in einem, 2 Jahre. Dann mach ich was Neues. Ja, aber nicht vorher. So, das Blöde ist jetzt, nee, von hier kam mir, glaube ich, weil diesen Kerl da oben mit den gelben Haaren, den kannte ich. Da lag ein Stein drauf. Verdammt! Aber ich glaube, ich habe jetzt hier alles verbaut, oder? Naja. Wenn du an mir vorbeikommst, kannst du zu den Top 4 gehen. Schön. Da möchte ich auch hin. Aber davor müssen wir auf jeden Fall noch ein Offline-Training machen. Aber ich denke, das wird dann Nebosch übernehmen. Clutexo. Ja, eigentlich müssen wir hier bald mal rauskommen, ne? Aber irgendwie die Kacke ist, ich weiß gerade gar nicht den Weg. Ja, was ein bisschen blöd ist. Weil ich glaube, wir hocken jetzt hier schon vier Parts, 3 Parts schon in der Siegesstraße rum. Aber egal, hey, komm. Passiert. So. Ja, ich denke, mit Surfer sind wir ganz gut bedient bei diesem Clutexo, was noch gar kein Clurak ist, was mich irgendwie verwundert, aber der Trainer wird schon wissen, warum er dies getan hat. Ja. Oh, jetzt kommt ein Lapras. Oh, jetzt sind wir am Arsch. Ne, wir werden einfach Imperator einsetzen, in der Hoffnung, dass Lapras keine Wasserattacke kann. Aber als Halbwasser-Pokémon wird er das schon können. Aber wir werden hier Flammenwurf einsetzen. Bäm, weil Lapras ja auch noch Eis ist. Yeah, und das war ein Volltreffer, der sich sehen lassen kann. Was ist Abgesang nochmal? Alle betroffenen Pokémon werden in 3. Wuss. Oh, okay. Dann muss ich schnell hier mit Schlitzer beenden. Zack, zack, Schlitzer. Schlitzer hat er neu gelernt, oder? Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier weiß ich nur, dass wir wechseln werden und auf Trigger wechseln. Bei diesem, was, Schlurp? War es Schlurp? Ich glaube schon. Ja, Schlurp, genau. So, schön. Auf geht's, Durchbruch. Bam. Und, stimmt. Es war ja eigentlich ein Three-Gather. Dieses Pokémon, Blattgrün war ja eigentlich ein Three-Gather, weil der Metroid, also der Metroid noch dabei war. Der Metroid LP, das vergesse ich nämlich immer, dieses LP. Aber die haben ja jetzt einen neuen Kanal, auch mehrere Leute. Und ja, die sind da ganz gut mit dabei, denke ich. Laden viele Let's Tests auch hoch, was ich persönlich eigentlich ganz cool finde. Nur eine Sache ist da, und zwar sehr wenige Leute
schauen sie, was ich eigentlich persönlich schade finde, weil die Leute echt Potenzial haben. Ich sag das jetzt nicht, weil die irgendwie, was weiß ich, weil wir befreundet sind und sowas. Sie haben Potenzial, auf jeden Fall. Und deswegen, eigentlich haben sie mehr verdient, aber ich hoffe, das kommt noch. Vielleicht werde ich auch noch mal ein bisschen, so wie jetzt gerade eben, ein bisschen auf die Leute auf sie aufmerksam machen. Ich hoffe, der Newosch macht das auch noch ein bisschen, weil wir sind eine Community und wir müssen zusammenhalten. So, ich werde den Part hier beenden. Das Coole ist ja, wir stehen genau da, wo wir eigentlich gestartet sind. Wir haben jetzt eine Runde gefahren und ja, perfekt. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.